Hallihallöchen. Herrn Zimpeter hier. Wir machen es mal ein bisschen dunkler. Da ist das Ganze auch romantischer. Und wir spielen heute Batman. Arkham Asylum. Zurück, du Narr, ich habe eine Bombe! Ah, richtig! Hey, Sharpy. Toll, was du aus diesem Ort gemacht hast. Für dich heißt das Anstaltsleiter Sharp. Bowles. Yo, Frankie. Wie geht's Frau und Kindern? Vermisst Klappe, du mich? Klappe, Cloud. Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich? Laufen stört mich nicht. Hey, nicht so fest. Du zerknitterst den Anzug. Bring diesen dreckigen Kreton hier raus. Anstaltsleiter, hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Ist doch schon erworben. Ja, Sir. Er wartet an der Patientenübergabe auf Sie. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Sharpie liebt seine Kameras. Hey, Sharpie! Filmst du auf meine Schokoladenseite? Aber naja, ich sehe überall gut aus. Ich will, dass er sicher weggeschlossen wird. Bei einem weiteren Ausbruch verliere ich die Unterstützung bei meiner Bürgermeisterkampagne. Keine Angst, Anstaltsleiter. Ich habe heute jede verfügbare Wache eingesetzt, Sir. Ich hoffe, das reicht, Officer North. Zu Ihrem Besten. Meine Bettohren bluten. Herausforderung. Seine Heilung wird Einfluss auf meine Reputation haben. Sagen Sie, Dr. Young, Ihr Patient wäre da. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Die Audio-Option. Sieh dir nur die neue Sicherheitstechnik an. Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Meine Ohren sind so spitz, wie ich es bin. Ich bin der Schatten. Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Dafür, dass das Spiel so verdammt alt ist, sieht es verdammt gut aus. 2009 lässt grüßen. Der Tunnel ist voll. Scan-Prozess starten. Scan wird initialisiert. Meine Güte. Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser. Das war viel intimer. Ich habe ein rotes Licht. Mehrere verbotene Gegenstände. Ich will, dass Joker nochmal durchsucht wird. Das ist nicht der Patient, das ist... Was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, los, sag's mir! Batarangs? Batclaws? Batsnacks? Der Scanner schaltet bei Joker auf grün. Öffnet das Tor, holt ihn heraus!
Ich will, dass stets Waffen auf ihn gerichtet sind. Lasst ihn nicht aus den Augen. Es ist später noch genug Zeit für dich, Ash. Apropos Zeit. Tick-Tack, Tick-Tack. Hör ich da einen Moment? Was ist los, Doc? Schreiben Sie mich für morgen um 4 ein. Wir müssen viel aufholen. Bleiben Sie hinter mir! Gut. Ich hasse das. Hallo, neuer Patient. Hier ist Quincy Sharp, Anstaltsleiter in Arkham. Das ist meine Lieblingsshow. Ich bin Anstaltsleiter, Idiot. Du entkommst mir niemals. Weiterlaufen. Auf einer kleinen Insel an der Gotham Bay gelegen, wird unser Team aus Psychiatern und medizinischen Experten nicht unversucht. Joker! Ja, bin gleich bei dir, Boss. Ruhe und ich sag dir, der Zustand der Leitungssysteme in diesen Bundeseinrichtungen ist schockierend. Meine Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuer verletzt werden können. Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bowles. Machen Sie das, aber schnell. Ich folge nur den Anweisungen. Der Patient scheint in einem zufriedenstellenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen, wohl in den letzten 2 Stunden. Es scheint, dass... Müssen Sie meine Temperatur messen? Ich lass gern meine Hosen runter. Er gehört dir. Bring ihn hier raus. Alles okay. Mach die Tür auf. Die ganze System ist angespannt und sehr suspicious. Kategorie 9 Patient auf dem Weg. Beruhigungssystem aktiv. Todesschusserlaubnis erteilt. Du hast die Lady gehört. Es kommt noch ein Psycho zu uns. Kannst du die Spannung in der Luft riechen? Nein. Dann war es wohl einer der Wachen. Krog, alter Junge, bist du das? Macht euch fertig. Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn. Er sieht wütend aus. Was macht es? Ich wittere dich, Batman. Ich bringe dich zur Strecke. Setze die Manschette unter Strom. Krieg dieses Tier endlich unter Kontrolle. Bring das Ding hier ein raus! Spielzeugwand hält mich nicht davon ab, dich zu töten, Batman! Ich reiß dich in Stücke, bis deine Knochen! Das erinnert mich an was. Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen. Okay, nach oben! Das war eine super angespannte Situation. Aber wir haben sie überstanden. Festhalten! Wie ist Batman an der Sicherheitskontrolle vorbeigekommen? Hui! Tolle Nacht für eine Party! Nicht, wo du hingehst. Die Nacht ist noch jung, Bats. Ich habe immer noch was in der Hinterhand. Oder findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten hierher verlegt wurden? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Oh, Frankie. Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten. Das bringt dich noch in Schwierigkeiten. Sag mir eins. Du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe. Was willst du wirklich? Oh, nicht viel. Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen sterben. Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht. Vielen herzlichen Dank. War das die Antwort, die du wolltest? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate-Gefängnis vermeiden. Ihre Anwesenheit in Ordnung. Was macht er? Bleib, wo du bist. Hol deine Taschenlampe, strahlt ihn an. Anwesenheit in unserer Anstalt ist nur kurz. Was? Vertraust du mir nicht?
Das war jetzt leider schon die zweite angespannte Situation. Mir gefällt das Ganze hier gar nicht. Du bist also zurück. Du hast 3 von meinen Jungs getötet, als du hier ausgebrochen bist. Nur 3? Ich werde mich sicher das nächste Mal mehr anstrengen. Wie wär's? Wir könnten 100 versuchen. Lange Nacht, Jim. Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir, mich mit den Spezialkommandos, den Medien und dir rumzuschlagen. Ja, das war eine höllische Nacht. Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten. Ja, klar. Moment. Tut mir leid, Batman. Nur für Arkham-Personal. Ich versichere Ihnen, wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Aber das würde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln. Ich glaube, er spricht über dich, Bats. Fühl dich nicht wie ein Fremder. Du bist hier immer willkommen. Mann, ich muss sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Geht's dir gut? Er hat fast ohne Kampf aufgegeben. Das gefällt mir nicht. Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört. Steh auf! Sofort! Joker ist auf der Flucht. Alarmiert den Anstaltsleiter. Schnell, wir verlieren ihn, John. Der Schatz geht auf deine Kosten. Liebling, ich bin zu Hause. Komm rein. Willkommen im Irrenhaus, Batman. Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetrampelt. Jetzt lass die Party beginnen. Das ist gar nicht gut. Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich für die Unterbrechung Ihres gewohnten Programms. Bis vor ein paar Sekunden wollte ich irgendwie in diesem Raum drücken und mir dann Kaffee ansehen. Aber dann, naja, Sie wissen, wie Sie in ein aufmerksames Publikum lieben. Wisst ihr was davon? Ich wärme dich nur auf, Bats. Frisch aus der Besserungsanstalt Blackgate. Mit einer Gesamtstrafe von 752 Boy. Jahren. Ding, ding, ding. Jetzt kommt Runde 2. Tut mir leid, Batman. Ich muss hier weg. Ich muss auf jeden Fall. Das System ist blockiert. Wir sitzen hier fest. Joker hat die Kontrolle über die Sicherheitstore. Ich finde einen Weg raus. Gordon, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Ich komme zurück. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst, Bats. Ich habe die Kontrolle über die Anstalt. Es gibt dann keinen Ort, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ist das klar? Wenn du denkst, dass ich dich entkommen lasse... Bla, bla, bla! Immer dieses Heldengesülze. Wenn ich dir zusehe, wird mir langweilig. Wieso kommst du nicht einfach und findest mich? Du weißt, dass es eine Falle ist. Natürlich ist es das. Es war zu einfach. Erstes Auftreten 1939. Boah, sind die Comics alt. Chronologe. Scharfschütze. 1940, Frühling. Willkommen im Irrenhaus.